Hochentwickelte Technologie kann man oft nicht von Magie unterscheiden. Aber heute versuchen wir genau das. Eine Legende besagt, man kann ein Orthesen-Kniegelenk dadurch stabiler machen, indem man es rückverlagert. Ohne Sperre, ohne Feder. Einfach nach hinten schieben und schon ist die Orthese im Knie stabiler? Ist klar. Wie das genau funktioniert und warum das nur wenig mit Magie zu tun hat, klären wir jetzt bei Got It. Heute hat unser Kollege die Aufgabe, für einen Patienten mit schwacher Beinmuskulatur eine Orthese zu gestalten. Die Anlageflächen und der Armierungsplan stehen schon fest. Jetzt brauchen wir nur noch das passende Gelenk. Eine schwache Beinmuskulatur muss ausgeglichen bzw. stabilisiert werden. Also sperren wir das Gelenk einfach und gut ist. So, Job erledigt. Nicht ganz. Das würde zwar verhindern, dass der Patient im Knie einknickt, aber seid ihr mal mit gestrecktem Knie gegangen? Nicht so dynamisch, oder? Wenn es etwas besser geht, dann holen wir auch alles raus. Fragen wir mal unseren Meister, was der dazu denkt. Kennt ihr das? Der Meister macht ein paar Handgriffe, ändert ein paar kleine Sachen und alles funktioniert. Und am Ende ist man genauso schlau wie vorher. Das kommt einem manchmal wie Magie vor. Unser Meister hat nur einen Vorschlag. Benutze ein rückverlagertes Kniegelenk. Das sollte dem Patienten genug Stabilität geben. Die Restmuskulatur ist noch stark genug und die Hüftstrecker sind voll da. Also kann man das Gelenk einfach ein bisschen rückverlagern. Wie? Nur ein bisschen zurückverschieben? Nicht sperren? Das war's? Aber wenn ich die Orthese in die Hand nehme, kann ich die ganz leicht anbeugen. Da ist gar nichts stabil. Wie soll denn das funktionieren? Um dem ganzen Mysterium auf den Grund zu gehen, fangen wir mal von vorne an. Wann beugt denn ein Knie überhaupt gegen den Willen eines Patienten? Genau das ist es ja, was wir verhindern wollen. Das Knie wird durch Drehmomente gebeugt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Hier könnt ihr euch die Basics erklären lassen. Wann das Knie durch externe Drehmomente gebeugt oder gestreckt wird, ist leicht herauszufinden. Wenn sich die Bodenreaktionskraft vor dem Knie befindet, wird es gestreckt und man fällt nicht hin. Wenn sie sich aber hinter dem Kniedrehpunkt befindet, wird es kritisch. Dann wird es gebeugt und es besteht ein Sturzrisiko. Unser Job ist es, genau das zu verhindern. Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt? Um das herauszufinden, schauen wir uns wieder mal die Formel des Drehmoments an. Alle drei Teile der Formel können wir beeinflussen und somit verhindern, dass der Patient stürzt. Also, fangen wir von vorne an. M, das Drehmoment. Wenn ein extern beugendes Drehmoment wirkt, wie hier, kann man ein Gegendrehmoment aufbauen. Oder einfacher, man kann von innen oder außen gegenhalten. Von innen ist das der Job der Muskeln. Wenn es beim Krankheitsbild möglich ist, hilft ein gezieltes Muskeltraining dabei, größere interne Momente aufzubauen, was das Knie stabilisiert. Ein stärkerer Kniestrecker hilft beim Kniestrecken. Logisch, oder? Und wenn das nicht möglich ist, können wir durch die Orthese einen Gegendrehmoment aufbauen, indem wir das Gelenk komplett sperren. Das verhindert, dass das Knie einbeugt. Nur ist das nicht immer die optimale Lösung. Lauft mal 200 Meter mit durchgestreckten Knien und dann sagt mir bitte, dass das nicht anstrengender ist. Gut, dann sind wir uns einig. Das kann manchmal die einzige Möglichkeit sein, einem Patienten wieder auf die Beine zu helfen, wenn gar keine Restmuskulatur mehr da ist. Aber bei unserem Patienten müssen wir das Knie nur ein bisschen stabilisieren und nicht ganz sperren. Was gibt es denn noch für Wege, zu verhindern, dass ein zu starkes Beugemoment auf das Bein des Patienten wirkt? Wie schaut es denn mit der Kraft aus? Keine Kraft, kein Drehmoment. Wie kann man die Kraft reduzieren, die auf das Bein wirkt? Weniger belasten. Durch die Verwendung von Krücken. Stimmt, das ist ja auch ein Weg. Oder ein Gehstock. Das verlagert das Gewicht weg vom betroffenen Bein. Nur wird durch den Gehstock die kontralaterale Seite stärker belastet.
und man braucht noch eine gute Restmuskulatur. Die Muskulatur von unserem Patienten ist dafür leider zu schwach. L, der Hebelarm. Kein Gegendrehmoment, die gleiche Kraft, nur jetzt verändern wir den Abstand zum Drehpunkt. Hier muss man meistens ein bisschen nachdenken. Das Knie ist sicher, solange die Bodenreaktionskraft vorm Knie ist. Mit einem Negativabsatz und einem Dorsalanschlag im USG-Gelenk kriegt man das hin. Hier muss man prüfen, wie gut die Wadenmuskulatur ist. Das ist ein Weg, um den Hebelarm zu verändern. Nur das kann manchmal nicht ausreichen. Und ein zu großer Negativabsatz ist im Alltag dann auch nichts. Dann bleibt nur noch die Position des Kniegelenks übrig. Wenn die Bodenreaktionskraft da bleibt, wo sie ist, dann bewegen wir eben den Drehpunkt weiter weg. Geht das so einfach? Das klingt nach Schummeln. Naja, fast. Wir machen uns einfach ein paar Schlupflöcher zunutze. Vorher ist es wichtig zu klären, wo genau Momente wirken, die uns Probleme bereiten können. Die haben wir, wenn sich die Bodenreaktionskraft hinter dem Drehpunkt befindet. Nur welchen Drehpunkt? Den am Knie oder an der Orthese? Das Knie ist durch die Pathologie des Patienten instabil. Die Orthese soll ihn unterstützen. Also ist erstmal der Drehpunkt der Orthese wichtig. Den können wir nämlich beeinflussen. Wenn die Orthese stabil ist, das Knie des Patienten aber nicht, fällt unser Patient trotzdem nicht auf die Nase. Die Orthese verhindert, dass das Knie einknickt. Wenn sich aber die Bodenreaktionskraft hinter dem Orthesenkniegelenk befindet, knicken wir ein. Das ist genau der Bereich, auf den wir aufpassen müssen. Hier besteht Sturzgefahr und wir kümmern uns darum, dass das nicht passiert. Wenn sich die Bodenreaktionskraft auf der anderen Seite befindet, ist alles gut. Das Knie ist sicher. Weder die Orthese noch das Knie des Patienten knickt ein. Wir wollen jetzt den sicheren Bereich vergrößern. Weil uns erstmal nur die Kniesicherheit der Orthese interessiert, schaut man sich die Position des Orthesenkniegelenks an. Der physiologische Kniedrehpunkt ist da, wo er ist. Basta. Nur unser Gelenk können wir verschieben. Aber nur ein bisschen. Wenn es sich zu weit hinten befindet, beugt es sich gar nicht. Dann können wir gleich eine Sperre nutzen. Außerdem hat ein zu großer Abstand zwischen dem Drehpunkt der Orthese und dem Knie negative Folgen. Hier könnt ihr euch das nochmal genauer erklären lassen. Also, was passiert jetzt beim Rückverlagern? Unser sicherer Bereich wird größer. Und das Knie ein wenig sicherer. Aber eben nur ein wenig. Fällt dann der Patient nicht sofort beim Gehen hin? Sobald die Bodenreaktionskraft beim Spazieren hinter dem Knie ist, wirkt durch ein Beugemoment. Und man fliegt auf die Nase? Nicht unbedingt. Wenn wir eine Frage nicht beantworten können, gehen wir zuerst mal das durch, was wir wissen. Wir wissen, dass zu starke Beugemomente im Knie für den Patienten kritisch werden können. Beim Stehen liegt meist immer das gleiche Moment an, wenn man nicht zu viel wackelt. Dann schauen wir uns mal an, welche Momente beim Gehen im Knie wirken. Das ist dann gar nicht mehr so eindeutig. Ich zeige euch jetzt der Reihe nach Beinpositionen beim Gehen. Dann schreiben wir einfach auf, ob das anliegende Moment streckend oder beugend ist. Das war's. Easy, oder? Damit wir einen Überblick behalten, schreibe ich das für euch hier schnell auf. Ein Moment hat die Einheit Newtonmeter. Das sagt uns die Y-Achse. Die 20 bis minus 20 ist der Bereich, in dem sich grob diese Momente bewegen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich sage jetzt einfach mal, wir machen oben einen Punkt, wenn das Moment streckt. Und unten, wenn es beugt. Deal? Noch eine Kleinigkeit. Wir schauen uns hier nur die Standphase an. Also die Zeit, in der das Bein auf dem Boden ist. Ohne Bodenkontakt haben wir auch keine externen Momente. Deswegen interessiert uns jetzt nicht die Schwungphase. So. Wie schaut's ganz am Anfang beim Fersenauftritt aus? Die Bodenreaktionskraft befindet sich vor dem Knie, also streckend. Das ist ja leicht. Weiter im Text. In der Lastübernahmephase beugt sich das Knie und hier wirkt das Moment beugend. Also machen wir unten einen Punkt. Auch wenn es sich blöd anfühlen kann, probiert das selber mal aus. Das Praktische: Ihr habt den Spicker immer dabei. Ihr seid der Spicker. Also aufstehen und rausfinden. In der mittleren Standphase schaut so aus.
Und was meint ihr? Was für ein Drehmoment wirkt hier? Richtig, gar keins. Sorry, war eine Fangfrage. Eine Kraft, die genau durch einen Drehpunkt verläuft, erzeugt gar kein Drehmoment. Der Hebelarm L fehlt und ist 0. Und in der terminalen Standphase? Vor dem Knie heißt streckend. Punkt nach oben. Initiale Schwungphase? Das Bein hebt langsam mit einem gebeugten Knie ab. Also wirkt hier ein kleines Beugemoment, weil das Bein nicht mehr so stark belastet wird. Am Ende hebt das Bein ab und wir machen einen Punkt bei 0. Wenn man diese Punkte jetzt verbindet, erhält man einen Graph des sagittalen Kniemoments. Keine Angst, das ist einfacher, als es sich anhört. Das heißt, wir können hier ablesen, zu welchem Zeitpunkt in der Standphase welches Drehmoment am Knie wirkt. Praktisch, oder? Da wir hier unsere praktische Landkarte haben, zeig mir doch bitte mal den kritischen Bereich für den Patienten. Auf welchen Bereich müssen wir jetzt aufpassen? Wann besteht ein Sturzrisiko? Für alle die, die sich gerade in einer Schulung befinden, hier kurz Pause drücken. Für alle anderen, kein Stress. Genau hier, also hier. Das ist der Bereich, in dem die stärksten Beugemomente wirken. Diese Phase nennt man Lastübernahmephase, weil das Bein, genau, Last übernimmt. Hier wird das Knie durch die externen wirkenden Drehmomente gebeugt. Aber wir können noch viel mehr aus dieser praktischen Grafik ablesen. Dieser Pfeil zeigt uns, wie lange ein Beugemoment wirkt. Und dieser? Wie stark. Krass, was alles so drin steckt in so einem kleinen Bild. So schauen die Momente aus, wenn der Patient ohne rückverlagerten Gelenk geht. Wenn wir aber das Ding weiter nach hinten schieben, machen wir den sicheren Bereich größer und somit den kritischen kleiner, wie wir es vorhin gesehen haben. Dann wandert unsere X-Achse eine Etage weiter runter. Und jetzt schaut schon ganz anders aus. Schaut euch mal den kritischen Bereich an. Der wird kleiner. Aber was heißt genau kleiner? Was können wir nochmal ablesen? Das wirkende Beugemoment wirkt über einen kürzeren Zeitraum und wirkt auch weniger stark. Also Verbesserung in doppelter Hinsicht. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen Beugemoment da. Das kann ein gut ausgewählter Patient mit seiner Restmuskulatur die verbliebene Knie- und Hüftstrecke ausgleichen. Mit dieser Methode wird der Patient stabilisiert, braucht aber auch keine Sperre und muss nicht immer mit einem gestreckten Kniegelenk gehen. Funktioniert das eigentlich auch bei einer KO, also einer Oberschenkelorthese ohne Fußteil? Nein, hier geht es um die Kraftübertragung. Und ohne Fußteil würde am Orthesengelenk auch kein Drehmoment entstehen. Aber mit Fußteil funktioniert's. Krass, oder? Das grenzt schon fast an Zauberei. Aber nur fast. Und schon wieder aus Magie Wissenschaft. Das Gute daran, jeder kann es jetzt umsetzen. Und man braucht nicht vorher noch ein Auslandssemester in Hogwarts. Heute haben wir wieder ein wichtiges Prinzip kennengelernt, was an sich so simpel wie auch genial ist. Es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Zusammen ist das Ganze dann doch ein bisschen leichter. Hoffentlich konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, denkt über ein Abo nach. Vielleicht kommt das nächste Video genau dann, wenn ihr es braucht. Würde mich freuen. Na dann, der Letzte macht das Licht aus. Bis zum nächsten Mal. Bei Gottet.